aus dem Hintergrund mit Ferran schießen. Ferran schießt! Tor! Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Hollys Sportkaschemme. Es war ein geiler Samstag. Wisst ihr auch warum? Weil wir bei den Gladbachern 2-1 gewonnen haben. Es war eine helle Freude gestern. Bevor wir zu dem Spiel kommen, noch eins. Der Drechsler hat sich natürlich da ein riesen Scheißding erlaubt und da muss er sehen, wie das wieder gut macht. Und er kann froh sein, dass im Moment die Corona-Krise ist und keine Zuschauer zugelassen sind. Drechs, da musst du dir was einfallen lassen. Du kannst die Fans oder das Ultrasinn, eingefleischte FC-Fans, nicht als Spacken bezeichnen, nur weil du deine scheiß Karten zu Ende spielen willst. Das gehört sich nicht und ich erwarte von dir eine vernünftige, anständige Entschuldigung und eine ordentliche, geile Spende für ein Kinderheim oder für arme Kinder in Afrika oder wo auch immer. Das musst du merken. Denn die Fans, die bringen dir nämlich das Geld. Die machen dir's Säckel voll. Du siehst ja, was im Moment los ist. Keiner hat mehr Kohle, weil auch keine Zuschauer mehr da sind. So, kommen wir zu dem Erfreulichen. Gestern Abend 2-1 in Gladbach. Wer hätte es gedacht? Man hofft es immer. Oder man hat so eine innere... Ja, wie soll ich sagen, innere Intuition, man denkt, vielleicht klappt's ja. Und gestern muss ich sagen, ich habe selten so ruhig ein Fußball, man hat gezittert, klar, aber selten so ruhig ein Fußballspiel gesehen vom FC wie gestern Abend. Ich muss der Truppe ein Riesenkompliment machen, auch dem Meister Gisdol muss ich wirklich ein Riesenkompliment machen. Es lief wirklich hervorragend. Hin nichts zugelassen. Die Gladbacher hatten in der zweiten Halbzeit eine Halbchance durch einen Stindl, die da ja, die kläglich vergeben hat. Wir hatten 1-2 riesen Konterchancen, nur Duda, den hatte gut gehalten, der Meister Sommer. Also es war nicht unverdient der Sieg, das muss man ganz klar sagen. Jetzt werden die Gladbach-Fans kommen, ja, der Rose hat rotatiert und den draußen gelassen und den draußen gelassen. Bei uns hat auch Hector, Bono, Andersen und Wolf gefehlt. Die sollen mir nicht mit so einer Scheiße kommen. Außerdem fragt in 2 Wochen gar keiner mehr danach. Wichtig sind die 3 Punkte auf dem FC-Konto und nichts anderes. Ganz stark, Spieler des Spiels, ganz logisch, Elvis. 2 Tore gemacht. Jetzt müssen wir sehen, dass wir uns die Baffinie zusammenkratzen, damit wir ihn halten können. Nicht nur wegen den 2 Toren, sondern er ist wirklich einer, vorbildlich muss ich sagen, der alles gibt, der voll reinhaut und jeden Kilometer frisst und viele, viele Bälle, Balleroberung hatte er im Mittelfeld. Wer für mich auch ganz stark war, war Meret, Duda. Das war ja ein Päschen zu dem 1-0 vom Rijkswaardschei. Das war natürlich aller größte Sahne. Ja, Freunde, das ist dann eben Fußball. Und man muss eigentlich der ganzen Truppe Kompliment machen, weil jeder hat gearbeitet, die Laufleistung hat gestimmt und vor allen Dingen, es war richtig konzentriert. Die Gladbacher hatten wirklich keine Chance und deswegen brauchen die mir auch nicht kommen mit irgendwelchen Rotatieren und was weiß der Scheiß. Das ist mir auch scheißegal. Der Gisdol hat im Interview sogar gesagt, er liebt den FC. Das erwarte ich von einem Trainer, der den FC trainiert, dass er den Verein liebt. Und ihm bleibt ja gar nichts anderes übrig. Den Verein muss man einfach lieben. So, Freunde, jetzt haben wir 21 Punkte. Schalke bleibt bei 8, Mainz bei 13. Bielefeld fällt heute aus gegen Bremen. Wegen dem scheiß Schnee hier muss ich jetzt auch noch runter und muss schippen. So, Hertha hat 17. Hertha, denke ich mal, wird aber da wieder rauskommen. Und jetzt ist das, was ich immer prophezeit habe, meine Hoffnung. Augsburg hat 22 Punkte. Hoffenheim spielt im Moment gegen Frankfurt, steht 1-1, kann uns eigentlich egal sein. Nächste Woche müssen wir zur Eintracht, vielleicht können wir da auch noch was mitnehmen. Aber ganz entscheidend war der Sieg gestern. Jetzt haben wir einen kleinen Puffer dazwischen gelegt und auf Deutsch gesagt haben wir jetzt 8 Punkte Vorsprung vor Mainz. 8 Punkte, das ist ein Polster. Ich habe das mal überschlagen, wir müssen noch 4 Heimspiele gewinnen. Wir haben noch Bremen zu Hause, Stuttgart zu Hause, Mainz, ganz wichtig, und auch Schalke. Und Freiburg haben wir auch noch, unter anderem. Noch 4 Siege, 12 Punkte, haben wir 33 Punkte, das müsste uns reichen. So, Freunde, ihr könnt es gerne kommentieren, ihr könnt gerne eure Meinung dazu mitteilen, würde mich freuen. Ich freue mich immer, wenn ich ein paar Kommentare kriege. Das ist geil. Und ihr könnt auch mal sagen, was ihr von mir. Ich berichte euch ja was über Schalke oder wie auch immer. Wie gesagt, es ist eine helle Freude. Es ist ein schöner Sonntag. Und ich wünsche euch erstmal eine schöne Woche. Schüppchen Schnee.
und es ist kalt, zieht euch warm an und bleibt gesund. Bis dahin, euer Holly. Erstmal, ciao. Freunde, eins habe ich noch schnell vergessen, wo ich aufgezählt habe, welche Leute mir gestern gefallen haben. Eins muss ich sagen, auch ein Ishibue hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ich verstehe nicht, Bankkader von Anfang an ausgewechselt. Es ist ein Hin und Her. Gistol, gib dem Mann jetzt das Vertrauen, wir brauchen den. Der hat eine gewisse Schnelligkeit und davon können wir nur profitieren. Also, wie gesagt, das habe ich vergessen, tut mir leid. Ich wollte nur erwähnen, manchmal vergisst man was. Mittlerweile führt die Frankfurter Eintracht 3-1 in Hoffenheim. Die Frankfurter sind bärenstark. Vielleicht unterschätzen die uns nächste Woche auch noch, dass wir da ein Pünktchen mitnehmen. Oder ich erinnere mich an frühe Serie, wo wir sogar 3 Punkte da gemacht haben. Jetzt sind die Hoffenheimer, obwohl das spielerisch eine gute Mannschaft ist, auch noch im Geschäft mit 22 Punkten, wenn da nichts mehr schief geht. So, Freunde, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Bis zum Freitag oder Samstag vor dem Spiel gegen Frankfurt sehen und hören wir uns wieder. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dahin verbleibe ich mit eurem Gruß, euer Olli.